Mahlzeit, liebe Filmfreunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu einem neuen Unboxing-Video. Ja, heute geht es um eine Film-Collection, wo es natürlich auch so einige Mediabooks gegeben hat oder immer noch gibt. Einfach kurz und knapp, heute geht es um Final Destination, die Film-Collection. Ich hatte bei den Mediabooks nicht zugeschlagen, auch bei dieser Schuh-Edition nicht, allgemein nicht, was da Nameless rausgehauen hat. Weil ich hatte mir da so Unboxings angeguckt und das hatte mich jetzt überhaupt nicht überzeugt. Und ich war auch am Überlegen gewesen, brauchst du diese Filme jetzt unbedingt in diesen Mediabooks? Muss das unbedingt sein? Und ja, diese Collection war ja schon so lange angekündigt und keiner hatte dann irgendwie damit gerechnet, dass die überhaupt noch erscheint. Ich war immer noch felsenfest der Meinung, dachte mir so, nein, die wird erscheinen, die wird kommen, die kommt. Und ja, ich habe sie bestellt, bin froh, dass ich sie jetzt habe. Ich hatte sie dann bei Mediamarkt bestellt, aber ja, dann habe ich mich umentschieden, weil ich sie bei Mediadealer dann nochmal günstiger gesehen hatte. Bei Mediadealer war sie dann drin gewesen, mit Versand hatte ich da keine 26 Euro bezahlt, also ein bisschen was bei 5 Euro pro Film und das ist wirklich vollkommen in Ordnung, also ohne Mist. Mir geht es hier wirklich nur um die Filme. Wie gesagt, wir gucken uns das dann mal an, weil es ist ja jetzt auch immer so die Frage in dem Raum, ist da jetzt bei dieser Kollektion, sind das jetzt die Repack-Scheiben aus dem Mediabooks oder ist da eventuell das Ganze auch von der Erstauflage mit dem Bonusmaterial und. Ja, wie gesagt, gucken wir uns an. Ich gucke da noch mal kurz in die Disc rein, gebe ich da noch so ein paar kleine Infos. Aber wir wechseln jetzt erstmal in die Ego-Perspektive. Bis gleich. So, da sind wir jetzt in der Nahaufnahme, um jetzt einfach uns mal diese Collection hier anzuschauen. Final Destination 5 Movie Call, 5 Film Collection. Ja, das Cover kennt man eigentlich von Teil 4. Hat man jetzt hier für die komplette Box jetzt hier genommen, für die komplette MOA-Box, sagen wir es mal so. Finde ich jetzt nicht verkehrt, passt für mich soweit, ist für mich okay. Ja, Spine, ja, Blu-ray das Logo, Warner Brothers Logo und Titel, ja, vollkommen okay. Halt hier die Rückseite, ja, das ist ein bisschen unspektakulär, ne, halt hier, man sieht hier nur Credits zu den einzelnen Filmen. Das ist schon echt sehr, sehr schade. Laufzeit und Dolby Audio. Und Dolby Atmos. Dann halt hier ein bisschen Specials finde ich auch sehr, sehr geil. Können in Standardauflösung vorliegen, Sprachen und Untertitel können variieren. Also sie haben mir nicht draufgeschrieben, was hier an Specials oder sprich an Bonusmaterial mit dabei ist. Ja, kann man machen. Gucken wir uns jetzt mal das Innere an, was natürlich jetzt hier gleich auffällt. Wir haben hier leider kein Wendecover, also müssen wir hier mit den FSK-Flatschen leben. Ja, Disc fällt mir natürlich gleich sofort auf. Ist die gleiche Disc wie in den Mediabox. Aber man hat das hier richtig schön gelöst. Nicht übereinander, sondern halt hier mit diesen Dingern. Ich finde das immer richtig toll, weil wenn das so übereinander ist, die Disc, das ist einfach nur scheiße. Das ist einfach nur absoluter Müll. So ist das viel, viel besser. So ist das viel, viel schöner. Ja, was das Bonusmaterial anbelangt, habe ich ein bisschen was vorbereitet, zeige ich euch jetzt und dann geht's nochmal zurück zum Hauptschirm. Bis gleich. So, ich habe jetzt mal die Disc reingelegt, Teil 1. Und ja, der Film, der startet gleich automatisch. Bin jetzt mal ins Menü gegangen und wie wir sehen, Szenenauswahl, Sprachauswahl, nix mit Bonusmaterial, also halt wie bei den Mediabooks. Sehr, sehr schade, aber ja gut, kann man jetzt halt leider nicht ändern. So, da haben wir dann jetzt hier Disc 2, also Final Destination 2. Und so sieht das Menü aus. Sprachen, Szenenauswahl. Und hier ist so ein bisschen was an Bonusmaterial. Da gucken wir jetzt mal rein, was haben wir hier so Schönes. Okay. Ja, Musikvideos, gelöschte alternative Szenen, Trailer, ja, ist ein bisschen was, aber jetzt auch nicht so die Welt. So, weiter geht's mit Teil 3.
im Menü. Und wie wir jetzt sehen, ist hier auch schon wieder so ein bisschen was am Bonusmaterial. Gucken wir hier mal kurz durch. Ja, hier ist schon ein bisschen mehr als jetzt bei Teil 2. Auch gar nicht mal so verkehrt. Ja, auch ein Trailer. Ja, das ist vollkommen okay, ne, was einem hier gezeigt wird. Vollkommen in Ordnung. So, da sind wir jetzt dann bei Teil 4. Der Film, der startet hier dann auch schon gleich. Volle Breitseite. Und ja, wir gucken jetzt mal hier bei den Specials mal rein. Und wie wir sehen, hier haben wir auch schon ordentlich was geboten. Ja, also hier ist schon echt gut was dabei. Das passt auf jeden Fall auch soweit. Also schon bisher so das meiste Bonusmaterial. So, dann sind wir jetzt beim fünften Teil angelangt. Gucken wir mal, was hier so an Bonusmaterial so zu finden ist. Ja. Also hier ist auch wenig. Leider sehr, sehr wenig. Aber ich sag's mal so, besser als nichts. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt bei der Erstauflage jetzt hier von der Blu-ray jetzt war. Aber gut, ist trotzdem noch akzeptabel. Ja, liebe Filmfreunde, das war die Final Destination 5 Film Collection. Ihr habt auch gesehen, was an Bonusmaterial mit dabei ist. Es ist natürlich schade. Bei der Erstauflage wurde mir zugetragen vom ersten Teil, dass da auch einiges an Bonusmaterial mit dabei ist, worauf man jetzt hier wieder verzichtet hat. Also kann man sagen, also ich gehe jetzt mal davon aus, es sind die identischen Discs, wie es in den Mediabooks ist von Nameless. Ist nun mal so. Mich persönlich stört dieses fehlende Bonusmaterial jetzt eben nicht, weil ich hatte die Filme bis dato noch komplett gar nicht in der Sammlung. Ich kenne sie, sie machen Spaß, gefallen mir sehr, sehr gut. Und deswegen denke ich da so, alles klar, wenn ich das vorher nicht hatte, also was ich vorher nicht gehabt habe, kann ich jetzt auch nicht vermissen. Ist natürlich jetzt auch ärgerlich für die Sammler, die die Erstauflage hatten, abgegeben haben und sich dann auch über die Mediabooks beschwert haben, weil da bei dem ersten Teil gewisse Sachen am Bonusmaterial fehlt, kann ich komplett nachvollziehen. Würde mich dann genauso ärgern. Aber hier muss ich trotzdem ganz klar sagen, wie gesagt, diese Collection, die ist wirklich vollkommen in Ordnung. Alleine auch vom Preis her. Mir geht es hier wirklich um die Filme. Ich möchte die Filme gerne mal wieder sichten. Und ja, wie gesagt, wenn sich da jetzt der eine oder andere jetzt immer noch daran stört, weil jetzt kein Bonusmaterial mit dabei ist, dann sollte der jetzt hier einfach auch dann nicht zuschlagen. Sollte es euch jetzt einfach nur um die Filme gehen, dann auf jeden Fall hier ganz, ganz klare Kaufempfehlung. Ich hab's bei Mediadealer bestellt, ich habe noch nicht mal 26 Euro dafür bezahlt. Vollkommen in Ordnung für 5 Filme, das muss man einfach mal so ganz klar sagen, das ist in Ordnung. Und was soll man jetzt auch an der Emory-Box jetzt, einer stinknormalen Emory, was soll man da jetzt rummeckern? Also da gibt's nichts zu meckern oder sonst irgendwas, das ist vollkommen okay, klar. Einige Sachen habe ich angesprochen, hätte man machen können, aber das ist jetzt Meckern auf ganz, ganz hohem Niveau. Trotzdem für mich die Collection, der Preis vollkommen wert. Entscheidet selbst, ob ihr euch das jetzt kaufen wollt oder ob ihr euch das nicht kaufen wollt. Ich bin dann jetzt hier durch. Schreibt mir ruhig mal eure Meinung zu der Collection in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.